Hallo und einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch. Heute steht der dritte Teil der fünfteiligen Alpha-Boss-Reihe auf dem Programm. Von Level 31 Elisa B bis Level 40 Siebelix. Und ich würde sagen, dann geht's auch direkt los. Wie schon erwähnt, der erste Boss für heute ist Elisa B. Und diese finden wir nördlich vom Zentralsee. Aber auch sie versteckt sich wieder in einem Dungeon. Da reiten wir jetzt einfach den Weg hier mal kurz nach oben. Und da oben, ne, seht ihr, das habe ich mir das Häuschen schon markiert. Dann einmal hier den Abhang runter. Und dann sind wir auch schon da. In die Minen der Gläubigen. Warum backst du denn so rum, Clown? Ich glaube, ich muss gleich mal neue Muni kaufen. Oh, jetzt reicht's aber auch. Noch einen auf die Birne. Ah, jetzt. Probieren wir es erstmal mit dem Gigaball. Oder Gigasphäre, ja. Wollen ja genau sein. Ach komm, was soll der Geiz? Das war Elisabi. Ich befinde mich auf der östlichen Windinsel. Der nächste Boss ist Mosandalux, also die Elektro-Variante vom Mosander. Da brauchen wir jetzt einfach nur da hoch. Mosandalux brauchen wir auch nicht suchen, der läuft nämlich frei hier rum. Übrigens das einzige Anfängergebiet, also mit unter Level 10, wo man auch Mosandas findet, denn die laufen hier auch rum. Also die normalen Mosandas, immer zwei Stück meine ich, auf Level 27, 28. Da ist er schon. Und ich nehme immer meinen Direhole, weil der macht nicht ganz so viel Damage. Dann eine gute Chance, die Viecher zu fangen. Aber Junge, wo hast du denn deine Headshot-Hitbox? Der Nase. Dann noch eine Attacke, dann hole ich ihn rein. Schaden. Noch ein.
Ja, 75% glaube ich ist ganz gut, oder 76. Unser nächster Boss ist auch wieder eine Elektro-Subspezies. Und die Spezies sehen wir schon. Relaxaurus. Haben auch direkt die Sphäre hier. Oh, 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 ist ja gut, Kinder. So, der Donnerdrache. Relaxaurus Lux. Butch. Nein! Einpacken. So, 64, 64. Noch einen unten. Oh, der passt. 11 HP. Wieder zurück auf den zentralen Windhauchinseln oder hier unten den etwas nördlichen Bereich. Bei Windhauchinselnkirche haben wir Univolt und der befindet sich direkt dort gegenüber. Hoffen wir, dass der Sprung klappt hier und juhu! Ja. Also dritte Elektropaul direkt hintereinander. Wohl, ich lasse mal gerade mein Direhole ein bisschen kämpfen. Meine Muni wird ein bisschen eng. Ich muss erstmal wieder Pauls oder sowas verkaufen, damit ich mir neue Muni leisten kann. Oh, was willst du denn von mir? Ihr habt dir nichts getan? Kann er noch eine Attacke? Ah, besser weg. Und nicht weit vom letzten Boss von Univolt sind wir immer noch bei den Windhauchinseln. Jetzt beim Strand der Schiffbrüchigen. Und etwas nordöstlich finden wir Lunaris. Auch wieder mit einer eigenen Sphäre. Die Sphäre der Mysterien. Ja, und ich war mir eben Munition kaufen. Meine letzten Reserven. Thank you.
Junge, der ging aber komplett daneben. Och, Wolf, Junge. Immerhin mal wieder ein Treffer. Komm, hau noch einen von den Bällen raus, dann bist du, hast du dein Interview gemacht, dann das Feierabend. Genau, den jetzt bitte einmal. Danke. Nee. Falscher Knopf. Boss Nummer 6 heißt Verdash und den finden wir hier bei der Sphäre der Schnellfüßigkeit. Und da wird man auch gerne mal von Bienen oder auch mal von Mosandas oder Geurats begrüßt. Ab und zu haben wir ja auch die Liga der Palfreunde, glaube ich, die sich hier aufhalten und dann direkt einem Teleportpunkt begrüßen. Oh nein, okay, Shadowbeak war wohl zu stark für den Herrn Werder, schade. Da muss ich wohl nochmal wiederkommen, um den einzufangen. Den Ort brauche ich wahrscheinlich nicht vorstellen und jeder sieht, was ich sehe. Nämlich den Boss, den die meisten wahrscheinlich ab Spielbeginn einmal erledigen möchten. Mummerest. Da weiß ich nicht. Ich probiere mal Shadowbeak zu beginnen. Den Wolf brauche ich hier gar nicht auspacken. Der kriegt eh nichts auf die Kette. Und selbst Shadowbeak wird hier seine Probleme haben, nehme ich an. Obwohl, oh nee, jetzt hat er Spaß. Jetzt geht's los. %25. Ich glaube, so bei 500 nehme ich ihn raus, damit er den dann auf keinen Fall tötet. Oh. Ach, Mimse. Wieder diese eine zu starke Attacke. Ach, armes Mummerest. Der achte Boss für heute befindet sich am Grünbach und hat auch wieder seine eigene Sphäre, nämlich Violet. Die Sphäre des Wächters.
kriegt Shadowbeak aber auch nicht aus dem Zieren. Boah, bist du schlecht. Och, Wolf, bist du schlecht. Mal probieren, ob wir das schon fangen können. Bei 50%. Ich habe keinen Bock, hier noch eine Stunde rumzuschießen, bin ich ehrlich. Boah! Die Bälle sind teuer. Ich sagte, die Bälle sind teuer. Er will nicht hören. Noch einen auf die Birne. Jetzt ist aber gut hier. Und da haben wir sie. Der vorletzte Gegner für heute ist Wumpobotan. Und den finden wir hier oben auf der östlichen Windhauchinsel. Einfach nur hier zum östlichen Windhauchinsel. Reittier nehmen und den Strand nach Norden entlang. Quatsch, nach Westen. Ist dann auch der letzte Alpha-Boss in den Startgebieten. Und da läuft er schon im Strand entlang. Holen wir mal Valeris. Hallo, hast du Urlaub? Ob sie Urlaub haben, habe ich gefragt. Ja, guten Morgen, willkommen. Er ist auch schon aufgewacht.
Das war Wumpobotan. Für den letzten Boss von heute bin ich nochmal bei der Sphäre der Schnellfüßigkeit, wo wir gerade Werdasch gemacht haben. Und da haben wir Siblix oben im Schneegebiet. Könnte man auch von hier. Ne, der Weg ist, glaube ich, ziemlich gleich. Mal die Geldrüstung anziehen. Die Sphäre des reinen Weiß. Mal gucken, ob ich das wieder so schön timen kann, wie gerade bei Wumpobotan. Weil Feuer macht ja schon gut Schaden gegen Gras und Eis. Ja, das reicht, glaube ich, dann auch. Sehr schön. Oh, ein verbesserter Eisschutzring. Schauen wir uns die heutige Ausbeute an. 40 antike Bauteile. Bei 10 Bossen sind wieder 4 pro Stück. Das ist ganz gut. Ein paar Handelswaren hat es gegeben. Ein Eisschutzring. Eisschadensminderungsstufe 2 ist noch nicht der beste. Es gibt auch noch einen Eisschutzring plus 2. Gibt es, glaube ich, für fast jedes Element oder sogar für jedes. Das weiß ich noch nicht genau. Und hat dann entsprechend einen Elementtyp Schadensminderung von Stufe 3, was dann schon ordentlich ist. Aber ja, war ganz decent. Wichtig ist, ich habe die nächsten 10 Bosse auf meiner Liste und habe damit auch wieder Antik-Technologie-Punkte fertig. Und dann würde ich auch sagen, gehe ich direkt auf den Zielsuch-Sphärenwerfer und die Terra-Enterhaken-Pistole. Und dann habe ich die beiden Endgame-Sachen schon mal frei. Gigantischer Futterbeutel brauche ich nicht, das ist optional. Als nächstes hätte ich gerne noch Lili Speer. Den gibt es dann nach den nächsten 10 Bossen. Beim nächsten Mal stehen dann an Ice King Packer, Menasting, Germantide, Susaku, Anubis, Dinossum Lux, Astegon, Blasamut und Lailin Nock. Also nur 9 anstatt 10 Bosse, weil die 4 legendären kommen dann in der letzten und 5. Folge der Alpha-Bosse. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Ciao.